Dieser Kanal wird unterstützt von der Geländefabrik, dein Spezialist für individuellen Tabletop-Geländebau und mehr. Corsaro Khan, Meister der Jagd. Auf verwüsteten Schlachtfeldern stolpern verzweifelnde Ketzer und Xenos-Kriegsherren voran, keuchend und mit aufgerissenen Augen, ihre Anhänger schon lange tot. Der Klang ruhiger Schritte lässt sie herumfahren und um Gnade betteln oder vor Hass brüllen, bevor die Klinge Mondfang einmal aufblitzt und ein abgetrennter Kopf auf den blutigen Boden fällt. So stellt Corsaro Khan seine Beute. Corsaro Khan ist der Captain der 3. Kompanie der White Scars, leidenschaftlich bis hin zur Wildheit, tapfer bis hin zur Tollkühnheit und dreist bis an den Rand der Insubordination. Ist er dennoch einer der bewährtesten Krieger des Ordens. Corsaro Khan ist unter den White Scars der Meister der Jagd, einen Titel, den nur die White Scars und ihre Nachfolgeorden kennen. Mehr als alle anderen Orden wollen sie das Blut jener Feinde vergießen, die ihnen auf dem Schlachtfeld begegneten und durch eine Laune des Schicksals oder durch boshafte Machenschaften überlebt haben, um davon zu berichten. Solchen Feinden darf nicht gestattet werden, den Ruhm ihrer Siege auszukosten. Alle 25 Jahre wird auf dem Höhepunkt der Riten der Wehklagen bei den White Scars der Meister der Jagd ausgesandt, um einen solchen Feind zu finden und zur Strecke zu bringen, um dann dessen abgetrennten Kopf als Trophäe zurück nach Quan Tzu zu bringen. Der Meister der Jagd kann bei der Verfolgung seiner Beute auf viele Ressourcen zurückgreifen und ruft oft eine große Jagd aus, bei der ihm eine Kompanie Ordensbrüder unter seinem Befehl folgt. Eine solche Jagd kann Monate oder gar Jahre dauern, in denen er seine Beute über mehrere Welten verfolgt. Zwar kann sie verschoben werden, wenn Kriege oder andere Pflichten dringender sind, aber sie wird niemals aufgegeben. Früher oder später wird die Beute gefunden, in die Enge getrieben und enthauptet. Im Laufe der Jahre hat Corsaro Khan fast ein Dutzend dieser Aufgaben erfolgreich abschließen können. Ob er seinen ganzen Orden in die Schlacht führt oder nur eine kleine, elitäre Gruppe Ordensbrüder, niemand kann schneller laufen als er oder dem Zorn des Meisters der Jagd dauerhaft entgehen. Jene Feinde, die ihm bisher entkommen konnten, leben von geborgter Zeit. Corsaros Rückkehr nach Chogoris ist stets eine Zeit großer Feierlichkeiten und Festessen im Mondlicht, denn sie verkünden den Tod einer verhassten Nemesis. Wenn die Gelage vorbei sind, überreicht Corsaro den abgetrennten Kopf der Stimme des Sturms, die einen Scheit aus den Flammen nimmt und die Augen aus dem Schädel brennt. Dann wird die Hymne der Rache angestimmt, während das Fleisch schwarz wird und sich kräuselt, woraufhin der Name der Beute aus der Liste der Jagd gestrichen wird. Dann wird der Kopf versilbert und auf eine Lanze gesteckt, damit sein leerer Blick für alle Zeiten auf dem Zugang zur Ordensfestung gerichtet ist. Eine lange Bergstraße, deren jeder Meter von abgetrennten Trophäen gesäumt wird. Corsaro Khan hat viele heretische Kriegsherren und Xenos-Champions zur Strecke gebracht. Der Dämonenprinz Valdorus kostete dem Khan viele Jahre seines Lebens, denn er führte Corsaro durch eine blutige Hatz durch die Sterne. Aber letztendlich konnte der Dämon seinem Schicksal nicht entgehen. Die Asuriani-Exarchin Shay Netil verfolgte den Khan 18 Tage und Nächte durch die brennenden Ruinen von Tasmur 6, um ihn in ihrer fremdartigen Arroganz den Jäger zu jagen. Sie nahm Karosan ein Dutzend Male fast das Leben, aber am Ende war er es, der den entscheidenden Schlag versetzte. Der Ork-Warboss, den man schlicht als Da Faust kannte, hauchte sein Leben auch unter Corsaros herabfahrender Klinge aus. Aber die Geschichte dieser Jagd lebt als Schandfleck in den Annalen des Ordens fort. Aus Corsaros Jagdgesellschaft, die 50 Brüder zählte, überlebten nur 3 ihren Kampf gegen die marodierenden Dreadmobs unter Da Faust Befehl, um an der Seite ihres Meisters nach Chogoris zurückzukehren. Der vielleicht größte Widersacher, dem sich der Meister der Jagd bisher stellen musste, ist jedoch die Tau-Commanderin Shadow Sun. Die gefeierte Anführerin der berühmten Expansion der 3. Sphäre konnte der Vergeltung des Khans bislang entgehen.
Die beiden ultimativen Jäger verfolgten einander im gesamten Demokles-Kriegsgebiet, wo sie sich mit ihrer Gerissenheit und ihrem Geschick ständig gegenseitig frustrierten. Bis der sich öffnende Riss und die plötzliche Gefahr für Chogorus Corsaro dazu brachte, trotz unvollendeter Jagd in seine Heimat zurückzukehren. Doch Shadow Sun ist nicht vergessen. Corsaro Khan kennt seine Pflicht genau und ehrt seine Schwüre. Eines Tages wird er einmal mehr nach dem Kopf der Kriegsherrin der Xenos jagen und außer dem Tod wird ihm nichts davon abhalten, diese Jagd zu Ende zu bringen. Gemeinsam haben er und die Überlebenden seines Einsatzverbandes den Gefahren der Noctis Aeterna und den tosenden Warpstürmen des großen Risses getrotzt und sind so rasch sie konnten nach Chogorus zurückgekehrt. Bei aller Eile konnten sie erst im letzten Augenblick auf ihrer verheerten Heimatwelt landen. Corsaro Khan und seine Ordensbrüder führten einen verzweifelten Angriff gegen den Belagerungsring der Ketzer um die Kumkata-Berge und sie waren im darauffolgenden Krieg maßgeblich beteiligt, als die Red Corsars von Chogorus vertrieben wurden. Trotzdem heißt es, dass der Khan niemals ernster aussah als auf den Wehrgängen Quan Sus, als er die brennende Steppe vor sich sah, immer noch übersät von den Wracks der Ketzer-Invasion. Als der Indomitus-Kreuzzug eintraf und kampfbereite Verstärkung nach Chogorus brachte, besserte sich seine Stimmung nicht. Stattdessen verfinsterte sie sich weiter, als er die Primaris Space Marines in all ihrer Pracht sah. Corsaro sprach nicht ein Wort mit seinen Brüdern, als er durch die Hallen schritt und schließlich am Apothekarium des Ordens ankam, in dem immer noch die Schreie verwundeter Krieger und das Kreischen der Reduktorbohrer widerhallten. Corsaro Khan verlangte, dass ihm die Apothekaris die Stärke der Primaris verliehen oder ihn bei dem Versuch töten sollten, denn er würde diesen Ort nicht verlassen, bis sie es täten. Wäre es ein anderer Khan oder ein weniger finsterer Tag gewesen, hätte sich Chief Librarian Okolai vielleicht geweigert. Vielleicht hätte er um die Zustimmung Jubal Khans ersucht, den Ordensmeister vielleicht gefragt, ob er stattdessen die Ehre beanspruchte, den Primaris Rubikon zuerst zu überschreiten. Welche Gründe Okolai auch umtrieben, er lehnte sie nicht ab. Er versiegelte Corsaro in einer Isolationskammer und ließ die anderen MG den Versuch eines Prozesses vorbereiten, der, soweit die White Scars wussten, noch nie zuvor versucht worden war. Viele Tage lang sah keiner seiner Brüder Corsaro Khan. Manche flüsterten, dass er wie die großen Khane einst zu den Sternen geritten sei, um seiner Scham und Wut Herr zu werden, indem er alleine jene Beute jagte, die ihm entgangen war. Andere vermuteten mürrisch, dass Chogorus sicher im Sterben läge und ihr Meister der Jagd gleichermaßen zur Legende geworden sei. Nur ein weiterer Scheiterhaufen der Trauer, den die White Scars nach der Invasion Horus Blackhearts entzünden mussten. Als Corsaro aus dem Apothekarium zu seinen Brüdern zurückkehrte, löste er eine Welle der Freude und Ehrfurcht aus. Der Schmerz hatte das Antlitz des Khans verändert, aber er hat die Operation überlebt, die ihn in einen Primaris Space Marine verwandelt hatte. Doch nicht alle waren erfreut. Der Meister der Jagd wurde vor den Ordensmeister gerufen. Und als er in das Heiligtum Jubal Khans schritt, wirkte er wie jemand, der in die Schlacht zieht. Die beiden stolzen Krieger sahen einander an. Und es heißt, dass die Luft zwischen ihnen wie die trockenen Gewitter in den Kamkaterbergen knisterte. Corsaro glühte schier vor frischer Lebenskraft, die ihm seine Transformation verliehen hatte. Und doch war er es, der seinen Blick abwandte und die Demut aufbrachte, niederzuknien und seinen Herren um Vergebung für seine übereilte Tat zu bitten. Was die Khane an diesem Tag besprachen, wurde nicht aufgezeichnet. Und niemand weiß, was gesagt wurde. Bekannt ist, dass Corsaro, als er aus seiner Audienz mit dem Ordensmeister kam, sofort seine Ordensbrüder zu sich rief und Vorbereitung traf, den Kampf zu den Heretikern zu tragen, die immer noch den Yazan-Sektor heimsuchten. Seine Jagd war nicht beendet, sollte aber für den Moment ruhen, denn ihm oblag nun eine neue Pflicht, der es zu erfüllen galt. Der Yazan-Sektor wimmelte vor Feinden und alles andere würde warten müssen, bis er gesichert war. Als Meister der Jagd trägt Corsaro Khan traditionelle Reliquien, die an jeden Krieger mit diesem Titel übergehen. Doch in diesem dunklen und blutigen Zeitalter erhielt er zudem neue Geschenke, um seine primäre Macht zu verstärken und ihm bei der Jagd auf die schrecklichsten Feinde zu helfen. Schon immer trug der Meister der Jagd das Schwert Mondfang und schon immer
nahm er damit die Köpfe seiner Beute. Das ist immer noch so, denn die monomolekulare Schneide dieser Ehrenklinge ist so scharf wie eh und je. Mondfang pfeift in windschnellen Bögen durch die Luft und hinterlässt kurzverweilende blasse Abbilder, während es durch Rüstung, Fleisch und Knochen fährt. Wenn das monomolekulare Disruptorfeld der Klinge auf feste Materie trifft, dann teilt es diese wie ein flinker Adu das lange Gras der Steppen und trennt den Kopf der Opfer mit einem bloßen Augenblick der Berührung ab. Es ist ein Beweis für Jubal Khans Vertrauen und Gunst, dass Kosaro Khan nun von dem Cyberberghut namens Azug begleitet wird. Die White Scars kennen ihn als Falken des Feuers und des Wassers. Und diese uralte Kreatur hat in der Geschichte des Ordens nur einer Handvoll Khane als Gefährte gedient und die Äonen im Schutz der Ägis eines Suspensionsfeldes geschlummert, wenn es nicht im Dienste war. Es heißt, dass Anzugs Flügelschlag wie die Wut der kogorischen Stürme klingt, sein Blut wie die reißenden Flüsse des Planeten rauscht und sein wilder Blick lodert wie die sich rasch ausbreitenden Buschfeuer. Wo Anzug zuschlägt, trifft auch der hilfreiche Geist von Chogoris selbst und fällt mit brutalen Krallen und zustoßendem Schnabel herab, um jene zu zerfleischen, die sich gegen den Meister der Jagd stellen wollen. Natürlich flüstern manche unter den White Scars, dass dieses Geschenk einen ganz anderen Zweck haben könnte. Denn was immer Anzug sieht, zeichnet er in seinen umfangreichen Memo-Datenspulen auf. Vielleicht, so sagen manche im Geheimen, will Jubal Khan seinen Jagdmeister genauer auf die Finger sehen, nachdem dieser in jüngster Zeit solch ungestüme Taten begangen hat. Wenn dies der Fall sein sollte, stellt Anzug das hierfür erforderliche Band dar. Das soll es auch mit der heutigen Geschichtsstunde gewesen sein. Ich bedanke mich wirklich ganz doll fürs Zuhören. Es hat irre viel Spaß gemacht, diesen Charakter des 40K-Universums einsprechen zu können, zu dürfen. Und es hat mich wirklich gefesselt. Es war total spannend, ihn mal vom Hintergrund her zu beleuchten. Und ja, man hat halt die Figur und spielt gerne White Scars. Ja, und hat jetzt auch so ein bisschen Hintergrund dazu mitbekommen. Total, ja, packend, finde ich. Gerade diese Geschichte als Meister der Jagd, der dann so losgeht. Und ach, ich bin gespannt, was da noch an Geschichten in Zukunft kommen werden. Wie findet ihr Kosaro Khan? Macht euch der Name auch so viel Probleme beim Aussprechen wie mir? Und wie findet ihr ihn auf dem Spielfeld? Und wie findet ihr die Hintergrundgeschichte? Das würde mich alles sehr, sehr doll interessieren und ich würde mich freuen, wenn ihr mich teilhaben lasst. Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, tschüss, viel Spaß, bis zum nächsten Mal und ich freue mich. Bye, bye.